Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Zorn und begrüße euch recht herzlich zum Grand Strategy Game Crusader Kings 2. Wir sind Herzog Hermann der Große von Baden, Verona und Kärnten, außerdem Marschall des Heiligen Römischen Reiches und Stallmeister. Wir sind 44 Jahre alt, sind mit Judith von Baden verheiratet und unser religiöser Anführer ist Papst Alexander II. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Let's Play. Mein Dienstherr, meine Mission in Rom ist bislang ein Erfolg während meines Besuchs am Hof von Papst Alexander. Ja. Wie arg mag er mich jetzt? Meinung über mich 100? Weißt du was, dann kannst du auch was anderes machen inzwischen. Und zwar Kulturtechnologie erforschen. Im guten alten Baden. Perfekt. Hier wird gekämpft und zwar zwischen Mantua und Ulrich. Mantua, das war natürlich jetzt blöd von uns. Nee, aber Mantua ist doch gar nicht. Ist gar nicht bei uns? Seltsam. Einen zusammenfassen und den Amadeus. Der kann sich jetzt beweisen. Da ist der Friedrich nebendran. Und wo sind wir? Wir kämpfen erst gar nicht. Das brauchen wir nicht. Dann will er hier rüber. Ich gehe mal davon aus, dass er da sterben wird. Und sein Ende finden wird. Ja, er geht immer noch rüber, geht immer noch rüber. Und jetzt hat er verloren. In dieser Sekunde. In diesem Moment. Und da treffen unsere Truppen ein. Und da wird gekämpft. Sie haben zwar einen Verteidigungsbonus, aber da... Der ist für die Katz. Wer kämpft hier unten? Was? Wer kämpft hier unten? Ach, es ist immer noch der Krieg hier mit den Kroaten anscheinend. Die Schlacht von Klagenfurt wurde gewonnen. Und da habe ich jetzt gelernt von euch, dass wir nicht dieser kleinen Fitzelchen-Armee... Was ist hier... Ach, die Moral steigt langsam wieder. Ja, können Sie ruhig machen. Wir belagern Kärnten derweil, um unseren Anspruch durchzusetzen. Herzog Gebhard favorisiert jetzt Herzog Hermann als Erbe des Mich. Oh, so lieb von dir. Ich finde aber auch, dass ich einen guten Kaiser abgeben würde. Wenn, solange wir leben, hoffe ich doch. Und wenn nicht, hat unser Sohn ja Kleve. Ist er mit Kleve im Krieg? Nee. Ist er mit Kleve im Krieg? Was sind das hier für Kleve? Kann mir mal jemand sagen, wo das herkommt? Emir Muhammad I. von Kalb Emirat. Okay, ich glaube, mit dem sind wir nicht im Krieg. Graf Ulrich von Kärnten. Frieden anbieten, Quatsch. Das geht hier noch weiter. Währenddessen versuchen wir nach wie vor unseren Hof zu verbessern, denn wir haben keinen Verwalter mehr. Der beste Verwalter, den wir haben, ist Prinzbischof von Achaia mit 8. Da hätte ich dann doch gerne einen Adeligen an den Hof eingeladen, der mir damit hilft. Geht das jetzt? Ja. Es hat zumindest den Soundeffekt gemacht. Halt! Ah, Gelager abhalten ging nicht mehr. Achso, nehmen wir es im August. Wir waren im Dezember. Oh, was? Verlieren Goldeffekte hat. Ich verstehe nicht, warum wir kein Gelager abhalten können. Im Frieden. Deswegen geht's nicht, weil Menschen im Frieden sind. Ja, kommt der Heiadlige bald an unseren Hof? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er schon da. Vielleicht sind schon zwei da. Warum kann man hier nicht... Höfling, Belagerung von Villach. Sieg. Weiter belagern. Oh! Friedrich von Frickin behauptet, dass er ein besserer Meisterspion als Baron Adalbert wäre. Das schauen wir uns an. Spion-Agentführer Adalbert hat eine Stärke von 8 und der Friedrich hat eine Stärke von 9. Sorry, Friedrich, aber... Nee. Führe die Truppen an und sei zufrieden mit dem, was du hast. Hier! Uiuiui. Finden sich Truppen zusammen. Wird die Steiermark belagert? Irgendwie... Seltsam. Sieht fast so aus, ne? Jetzt sind sie in der Kia. Warum greifen sie nicht an? Was ist da los? Wir brauchen immer noch eine offene... Wir brauchen immer noch einen Verwalter. Und dazu hätte ich gerne immer noch einen Adeligen an den Hof eingeladen.
Geld hat es gekostet, aber kommt auch einer. Belagerung von Klagenfurt. Gewonnen. Das müsste mir doch hier oben angezeigt werden, wenn jemand an meinem Hof eintrifft. Ich schau mal. Hof 15, Rang. Höfling im Baden. Was kann der? Ah ja, da, schau her, das passt doch. 12. Ja, guck mal einfach, das wird uns ja dann angezeigt, wer der Beste ist. Da ist er, der Popo von Weiden. Du bist mein neuer Verwalter. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Weiter geht's. Kreuzzug für Jerusalem. Ihre Heiligkeit, Papst John Johannes, der 19. ist von den Hilferufen der christlichen Bevölkerung vom Königreich von Jerusalem überzeugt worden. Er ruft alle tauglichen Männer Europas auf, ihre Waffen gegen die bösartigen Kalif al-Mustanzir den Ersten gegen den bösartigen Kalif zu erheben, um Jerusalem aus den Fängen der mohammedanischen Ungläubigen zu befreien. Gott wird den Pilgern dafür ihre Sünden erlassen. Deus vult! Schließen wir uns mal wieder dem der wie viele Kreuzzug ist das jetzt? Ach, da stand's ja. Hier, Beteiligung am Kreuzzug. Papst, 100.000%. Nee, Duke Andrea von Venedig, 0. Herzog, wieso? Hä? Weil die wahrscheinlich schon unterwegs sind. Na, wir überlegen es uns. Wir haben hier erstmal selbst zu tun. Wird Akia. Oh! Jetzt ist natürlich die Frage. Greifen wir an, um auch Akia ja nicht zu verlieren. Und geben damit. Ja, wir greifen an, denn wir haben die größere Armee. Ich glaube, das ist die bessere Alternative, als da was zu verlieren, ne? Außerdem haben wir schon 90%. Wir müssten ihm doch Frieden anbieten. Forderungen erzwingen. Nein! Komm schon, du Weichei. Nun denn. Kloppe, kloppe. Zack, zack. Dracina von Zähringen ist nun volljährig. Sie wird ein hinterlistiger Schurke. Dracina ist also ein hinterlistiger Schurke. Wenn das Spiel das so sagt, dann wird es wohl stimmen. Da können wir nichts gegen tun. Und die Dracina wird verheiratet mit dem Schönsten im ganzen Land, Ramiro, Herzog von Leon. Schlacht von Akia, Sieg, sehr gut. Das bedeutet, sie dürften jetzt eigentlich nicht mehr so viele Einheiten haben, dass sie noch irgendwie was zum Belagern kommen, während wir wieder Kärnten belagern. Weiter geht's, Dracina braucht immer noch einen Ehegatten. Da gucken wir mal, ob wir jemanden zu uns holen können, indem wir... Unabhängigkeit. Wir brauchen einen Agentenführer, wenn das ginge. Arischam braut Höfling in Limousin. Aber nur ein Höfling? Agentenführer von Köln. Sieg! Schlacht, perfekt. Friedrich von Eins nach dem anderen. Zum Glück ist Pause. Friedrich von Bremen beschwert sich aus dem Kerker über seine dunkle Zelle und bittet um eine angemessene Unterkunft. Friedrich, du, warum bist du bei uns im Kerker? Ihn soll verrotten. Nun gut, ich werde Gnade walten lassen. Angemessen wäre es mit dem Verlies. Diplomatie minus 20 für Friedrich und die Gesundheit leidet auch drunter. Und er kann mich im Moment zwar noch leiden, aber nicht so. Wie wäre es denn, können wir ihn hinrichten? Ist ihm egal, er will heiraten. Also ihn kauft auch niemand frei, oder was? Nö, das ist mir egal. Was heißt egal? Greifenherzog, ein Krieg gegen die Tyrannei von Herzog Hermann der Große. Krieg gegen die Tyrannei? Wann ist der Krieg denn bitte ausgebrochen, sag mal? Grafschaft von Baden. Kleve, ich habe irgendwie was Elementares, glaube ich, nicht mitbekommen. Friedrich von Bremen wurde von mir inhaftiert. Okay. Herzog Lothar der Udo von Brandenburg hat den Titel Grafschaft von Brandenburg übernommen. Okay, Herzog Lothar. Unser Wissen im Ackerbau hat sich erhöht. Alexander ist gestorben. Papst John trat seine Nachfolge an. Die Fürsten Byzantinisches Kaiserreich. Okay, gibt's hier was? Unsere Liegenschaften in Steiermark wurden belagert.
unsere Liegenschaften in Steiermark. Ah ja, das war hier. Das haben wir ja befreit, nicht wahr? Weiden? Früh? Nee, Steiermark. Steiermark ist doch hier. Das haben wir erfolgreich ab. Wo kommen diese 1000? Wer sind diese 1000? Glever. Herzog Robert verfolgt sich selbst als Erbe. Liegenschaften von Krein wurden belagert. Kärnten. Duran Graf inhaftiert. Welche Kriege führen wir denn bitte? Graf Ulrich von Kärnten, du müsstest doch jetzt langsam, aber sicher, ja, Forderungen erzwingen. Ja, wir sind total am Ende. Senden. Der Krieg gegen die Tyrannei von Herzog Hermann der Großen ist vorüber. Der Krieg gegen die Tyrannei von Herzog Hermann der Große. Ach so, ja natürlich, den hat er so genannt, weil wir als Tyrannen die Forderung nach der Grafschaft gestellt haben. Jetzt, natürlich, so heißt der Krieg, den wir die ganze Zeit führen. Herzog Hermann von Baden gewann und dann schon sind die 1000 Gegner weg. Da hat er einen riesen Fehler gemacht. Die waren eigentlich sehr, sehr gut. Graf Ulrich, ich konnte euch noch nie leiden. Ich weiß nicht, was ich mit euch tun werde. Titel entziehen, Grafschaft von Kärnten. Dies wird Graf Ulrich der Anspruch darauf haben, wenn wir keinen Anspruch erheben, senden, endlich. Wir sind der Graf geworden. Es lassen wir ein paar Tage vergehen. Gut, und jetzt schauen wir mal. Aus dem Kerker entlassen, Gefangenen hinrichten. Meinung, nein. Aus dem Kerker entlassen, Geschenk, nö. Exkommunikation, nö. Du bleibst da mal schön drin. Wobei, hast du noch irgendwas? Schwacher Anspruch auf Herzogtum von Kärnten, da schon her. Und auf die Grafschaft. Ja, ja, aber das ist ja, du bist ja, du bleibst mal schön. Die Beatrix, war beim Friseur, glaube ich, und hat da nicht gewonnen. Naja, weiter geht's. Wir haben jetzt 4 von 4 Domänen und verdienen damit mehr Geld. Gehen auf die 2000 Prestige zu. Dieser Feldzug hat bewiesen, dass Bischof Philipp von Lorsch eindeutig nicht noblen Blutes ist. Ich wünschte, ich würde ihn nie wiedersehen müssen. Hoffentlich nicht. Philipps Meinung über uns hat sich um minus 20 geändert. Ah ja. Nächstes Mal überlege ich mir das nochmal, ob ich ihm eine Armee anvertraue. So, der katholische Kreuzzug für Jerusalem ist immer noch am Start. Wen haben wir denn da? Der durchlauchte Doge von Venedig hat sich da jede Menge Kriegspunkte gesichert. Mit seinem ganzen Geld ist das natürlich super duper. Ich würde aber sagen, wir halten uns da raus und kämpfen dann lieber später gegen Württemberg. Er hat 4 Kriege am Start. Okay, einen davon kämpfen wir auch. Hostil gegen Häuptling Balgor von Peresselchen. Aufgrund des Krieges gegen ihren Lehnsherrn Herzog Gulcicek. Und außerdem ist noch hostil gegen jede Menge andere Leute aus Osteuropa, so wie das aussieht. Immer noch Berthold. Du hast dich verändert, Berthold. Früher warst du hübscher. Rudolf, Berthold. Ach, sein Kind Berthold nennen. Also bitte. Weiter. Wie lange ist noch Waffenstillstand mit ihm eigentlich? Starker Anspruch auf Grafschaft von Württemberg. Die haben wir. Das ist klar. Oh, wir können noch mehr Ansprüche durchsetzen. Fällt mir gerade auf. Hier, warum machen wir das eigentlich nicht? Der Kanzler, der hat seinen Württemberg Ansprüche fingieren. Ja, ja, aber da bist du ja erfolgreich, hast du, weißt du? Lass uns, was wollen wir haben? Die Schweiz. Die Schweiz hätte ich gerne. Ja, oder? Doch, was hat die Schweiz? Die Schweiz hat sonst nichts, ne? Die Grafschaft und gehört zum Herzogtum Schwaben. Was? Nee. Wo gehörst du denn hin, junger Mann? Grafschaft von Schwyz. Herzogtum von Oberburgund. Ah, da schau her. Königreich von Burgund. Was? Judith ist schwanger? Ist sie nicht irgendwie schon 46? 46? Und sie ist schwanger? Huiuiui. Plus 5 Prestige. Wollen wir tatsächlich dem Königreich von Oberburgund dann einen Krieg erklären? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist zu viel. Aber warum ist die Schweiz da? Weil unser Neffe in der Schweiz regiert. Okay, dann lassen wir das. Auf was könnten wir denn Ansprüche erheben? Hier, wenn wir schon gegen Württemberg dran sind, dann lass... Oder? Hier gibt es doch direkte Vasallen. Nee.
Diplomatische Beziehungen, unabhängige Reiche, das sowieso nicht. Württemberg ist auf jeden Fall Grafschaft von Fürstenberg. Bistum von... Ja. Ach, Fürstenberg, Württemberg. Ach, kommt total durcheinander. Nö, ich gehe mal davon aus, das wird alles irgendwann uns gehören. Um eure Fähigkeiten der Verwaltung und Führung des Reiches zu verbessern, wäre eine statistische Erfassung all eurer Ländereien genau das richtige Mittel, so glaubt ihr. Hierzu müssten vertrauenswürdige Männer in alle Winkel des Reiches entsandt werden. Lasst uns ein Reichsgrundbuch verfassen, die Männer werden entsandt. Nein, das wäre bloße Zeitverschwendung. Wie wäre es mit ja, warum nicht? Ich sehe nämlich keinen Nachteil daran. Unser Wissen um Belagerungsausrüstung in Breisgau erhöhte sich um Stufe 1. Wir verdienen jede Menge Geld und, ja, aber es ist so viel, dass wir da groß kriegen. Was seid ihr? Bauern, Rebellen, da kann sich Luxemburg selbst drum kümmern. Mit denen haben wir nichts am Hut. Zu wem gehört eigentlich die Pfalz? Herzogtum Oberlothringen und Oberlothringen gehört zum Königreich Lothringen. Das Königreich Lothringen sieht groß aus. Ich hätte auch gerne ein Königreich. Kann ich ein Königreich gründen? Fraktionen, Intrigen. Nee, das geht irgendwie... Oh, das ist so versteckelt immer. Versteckt in den Menüs. Papst John hat die Exkommunikation von Kaiser Heinrich aufgehoben. Auf Geheiß von Kaiser Heinrich. Ist verheiratet. Verschwörungen brauchen wir nicht. Annulliert die Grafschaft. Da wir sind voll ausgestattet mit Grafschaften. Gottfried von Kalftoden töten. Sehen Sie zu, das Herzogtum von... Oh, mir fällt gerade auf. Mir fällt gerade auf. Was ist, wenn die Judith einen Sohn gebärt? Dann ist unser Reich aufgespalten. Aber andererseits, können wir sie überhaupt umbringen lassen? Ich glaube nicht. Verschwörung. Gottfried von Kalftöten. Bei Erfolg passiert nichts. Sehen Sie zu, dass Herzogtum von Modena einen neuen... Wieso braucht Modena einen neuen Herrscher? Nee, Mantua. Was? Och. Das von Modena. Matilda von Toskana. Wo ist denn bitte Modena? Hier. Und die gehören zum Herzogtum von Modena. Die könnten wir eigentlich auch, ne? Eigentlich schon. Zum Königreich von Italien. Ja, aber das liegt ja halb in unserer Hand. Ja, mach das doch, wenn wir schon am Regieren sind. 100 Verschwörungsstärke. Da sind doch bestimmt noch welche dabei. Verschwörungsstärke. Keiner, der mitmachen will. Was, der Kaiser? Nee. Durchlaucht hat Doge von Pisa. Keiner, der mich unterstützen will. Und warum sollten wir das machen? Schwacher Anspruch auf Herzogtum von... Oh, der hat aber viele Titel. 2, 3 Herzogtümer und ein paar Grafschaften. Wollen wir die Intrige Verschwörungsstärke? Was ist das? Versuchen Sie Kaiser Heinrich als Mitverschwörer, um die Besitztümer von Herzogin Matilda von Toskana aufzuteilen und gewinnen? Indem sie ihm einen Brief schicken. Wenn Kaiser die Verschwörung nicht unterstützen wird, wird sie wahrscheinlich auffliegen. Plot Weaken Fellow Vessel Decision. Bringen Sie den Plot ins Rollen, indem Sie ein Ultimatum an Herzogin Toskana schicken. Ich sehe da keinen Grund, warum wir das machen sollten. Aufgeben, ja. Oder? Auf Modena haben wir ja eh keinen Anspruch. Roberto ist unfähig. Nee, unser einziger Anspruch ist auf Württemberg. Ansonsten haben wir keine tollen Intrigen. Machen wir die Zeit weiter. Gelager abhalten ist auch nicht. Debütantinnen präsentieren. Ein junger Adlige, der euch auffiel, gibt ihr Debüt auf einem formellen Ball. Nö, unser Hof ist groß genug. Die Judith ist auch noch ganz gut im Geschäft. Auf einen Hof hier kaufe Ablass für meine Sünden. Nö. Tochter! Huiuiui. Das war knapp. Dann ist ja alles gut. Die Adelinde. Nee, da nehmen wir. Wir nehmen ihr da. Wir nennen sie... wir nennen sie... Maxis. als Ode an das neue SimCity. Eigentlich haben sie das nicht verdient mit dem, was sie da jetzt beim Start
mit den Servern, den Spielern angetan haben. Ach, ihr seid ja immer noch da. Heieiei, sorry. Auflösen. Zack, 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 zack. Viel zu lange. Wahrscheinlich sind die jetzt alle ganz, ganz böse auf mich. Okay, aber dann schauen wir mal. Was soll denn da? Sieht doch gut aus. Meinung, alles im grünen Bereich. Da ist keiner dabei, der mich nicht mag. Wieso auch? Erbe. Können wir eine Fraktion gründen? Anführer Graf Aemon von Genf. Will Unabhängigkeit. Das ist gut. Sollen wir nicht doch nochmal versuchen, uns ins Spiel zu bringen? Schwächere Kronherrschaften, Heiliges Römisches Reich. Was würde das bringen? Nachfolge nach Realteilung im Heiligen Römischen Reich. Mitglieder streben die Einführung einer Einheit. Sobald Herzog der Große mächtig genug ist, könnte Kaiser Heinrich der Kühne ein Ultimatum gestellt werden. Ach, da steht ja gar nicht, was das sein soll, was das ist. Wieso, was passiert jetzt? Er speichert. Nachfolge nach Primogenitur. Das sollte ich mich mal schlau machen. Das werde ich bis nächsten Let's Play machen. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare, das wäre mir noch lieber. Dann weiß ich da Bescheid. Primogenitur, Nachfolge nach Seniorität. Da weiß ich, da wäre der Älteste nämlich immer. Ah, hier das. Zeig's doch an. Gleich. Genau, der Älteste erbt hier. Hier erbt höchstwahrscheinlich immer ein Kind alles. Und hier, nach Realteilung, ist dann viel, mittel, wenig. Schwächere Kronherrschaft? Nee. Unabhängigkeit? Nee. Was ich gerne hätte, wäre die Primogenitur. Ach, das finden wir doch raus. Wobei, wenn ich jetzt den Chrome aufmache, springt Fraps bestimmt darüber. Nee. Ach, ich mach das nicht. Plus zwei Verwaltungen. Ausgesandt haben, ja. Wir besitzen jetzt über eine wunderbare Auflistung aller Leute, die in unserem Reich leben und haben, sind unserem Ziel näher, die Staatsverwaltung zu verbessern. Wow! Bürgermeister Anselm Langfurt, starb eines natürlichen Todes. Da wollte ich gar nicht hin. Doch, Grafschaften-Württemberg? Doch, da wollte ich hin. Eine Tochter wurde Prinz Amadeus von Heiliges Römisches Reich und Brumhilda geboren, Tiziana. Was macht eigentlich unser Sohn? Ist er noch verheiratet mit der Inhaftierten? Ich glaube ja. Und er ist immer noch Regent von Mazovia, was immer größer wird, das gefällt mir. Brauchst du da Hilfe, Junge? Nee, es sieht so aus, als ob du alles im Griff hättest. So, ich hoffe mal, dass unsere Judith jetzt nicht mehr auf die Idee kommt, noch weitere Söhne zu gebären. Und dass der Markus fit bleibt. Dann geht es nochmal nach Württemberg. Schauen wir mal, ob wir ja schon Krieg, Krieg erklären. Nein, bis Oktober 97. Das sind noch 2,5 Jahre, die können wir warten. Und dann werden wir aber sowas von heftig gegen Württemberg vorgehen. Außerdem Fürstenberg, Ulm und Schwaben. Schwaben wäre natürlich ein Prestigeding. Was ich noch gerne hätte, wie ist es eigentlich hier? Die Pfalz wäre natürlich auch nicht verkehrt. Die Pfalz gehört zum Herzogtum Oberlothringen. Das gehört zum Königreich von Lothringen. Das haben wir vorhin schon festgestellt, dass hier alles zum Königreich von Lothringen gehört. Gibt es denn da auch einen König dazu? Kein Charakter der Trägerdomäne. Aha. Dann ist das Königreich von Lothringen sozusagen nur auf dem Papier existent und da gibt es gar keinen, gegen den wir Krieg führen. Das bedeutet auch, dass mir endlich stehe ich am Ziel des Kreuzzugs. Mit meinem Schwert in der Hand bin ich nun bereit, die Mauern von Akre zu erstürmen. Ich? Wieso denn ich? Ausgezeichnet. Plus Prestige und Majestät. Was? Was? Herzog erhält die Eigenschaft Kreuzritter? Wir? Was haben wir denn gemacht? Wir haben gar nichts gemacht. Haben wir das jetzt aus... Hä? Ich meine, danke, aber... Wo sind wir? Wir sind doch da gar nicht dabei. König Philippe von France, König Heinrich. Ja gut, dann sind wir als Kreuzritter. Jo. In Wegel ist die Krankheit Typhus ausgebrochen. Das könnte sein, dass Graf Ulrich demnächst stirbt. Aha. Und der Nachfolger ist aber auch schon bestimmt, das ist Popo von Weimar, Verwalter von Krain. Ist Popo nicht bei uns, unser Verwalter? Nee, Popo von Weiden, okay.
Wir einer Kischert jetzt blöd, weil der Popo heißt. Da kann er nichts dazu. Wir haben die Belagerung von Akron gewonnen. Ja. Wissen, Bürgermeister, hierzu. Ja. Sieht soweit so gut aus. Hier oben ist wieder ein Aufstand, der kann uns egal sein. Wobei, wenn ein Aufstand ist, ist jetzt die Pfalz vielleicht einfach zu haben. Da müssen wir aber Ansprüche draufstellen, da, die hätte ich gerne. Wobei, die Pfalz glaube ich jetzt nicht so... Ja, Fürstenberg. Was wäre denn Köln, hätte ich gerne. Die verdienen viel Geld, aber um nach Köln zu kommen, müssen wir dann schon über die Pfalz, Mainz, Köln, Trier, so die Ecke. Hier unten, Verona, Padua. Wie sieht es mit Padua aus? Herzogtum der Lombardei. Ludwig von Freiburg behauptet, dass er ein besserer Meisterspion als Baron Adalbert wäre. Baron Adalbert, das ist kein, das ist nicht, Oh, Intrige 19, du bist mein neuer Meisterspion. Aber, hallo, aber, mein lieber Herr Gesangsverein, da wirst du aber mal sofort ein Agentennetzwerk erfahren. Nee, intrigieren. Und zwar wiederum hier in dieser gefährlichen Ecke von Krain. Wegel, zu wem gehört das eigentlich? Zum Herzogtum von Kärnten, damit doch eigentlich auch zu uns. Warum eigentlich? Ich bin doch der Herzog von Kärnten. Und damit doch auch, warte, diplomatische Beziehung. Ah, Wegel gehört zu uns. Ja, schön. Haha. danke, dass das jetzt zu uns gehört. Uns werden die Ländereien hier schon zugeworfen. Da brauchen wir selbst gar nicht mehr machen. Ha, nice, wir sind reich. Papst John ist gestorben. Papst Leo trat seine Nachfolge an. Es ist kurz vor Schwabenkrieg. Krieg in Württemberg, besser gesagt. Wir sind mit Nassau ganz dicke, weil unsere Töchter die Prinzen den Kopf verdrehen. Die Christiane von Zähringen ist 12. Da ist alles okay. Wir haben einen Rat, der ist wirklich top. Der Verwalter könnte ein bisschen topper sein, aber nun gut. Übrigens, hier, Steuern antreiben. Du kannst Truppen ausbilden, Marschall. Was? Was? Seid ihr schon da? Ach, ich bin der... Oh, ah. Da ist ja der Marschall bin vom Heiligen Römischen Reich... Bin ich natürlich auch im Krieg vorne mit dabei als Befehlshaber. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, aber wieso wird man sich ange... Also es wird bestimmt irgendwo angezeigt und zwar hier in Nassau für Truppen ausbilden. Ja, der Kaiser mag mich. Jetzt, und dann bin ich zum Kreuzritter geschlagen worden, weil ich hier irgendwo, hier so unsere Truppen zum Sieg geführt habe. Hoffe ich doch. Wir sind am Verlieren. Pech. Ja, schön. Ich bin jetzt sowohl der Große als auch Kreuzritter. Besser kann sich laufen. Oh, ich mag gar nicht sterben, ich muss aber irgendwann sterben. Was ist das? Hauptstadt erstellen, Baden? Seid ihr sicher, euren Hof und eure Hauptstadt nach Baden verlegen zu wollen? Herrscher können dies nur einmal in ihrem Leben tun. Ja, wo ist es denn jetzt bitte? Okay. Schön. Ich glaube, das stellt den Abschluss einer sehr, sehr gelungenen Folge von Crusader Kings 2 dar. In der wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis wir Württemberg angreifen können und auch komplett Württemberg, Ulm und Fürstenberg dann zu annektieren. Haben wir den Anspruch eigentlich auf das Herzogtum? Ja, ne? Nee, nur die Grafschaft. Ich will aber auch noch das Herzogtum haben. Junger Verwalter. Nee. Oh, ich bin krank. Lass den Kanzler noch aufhören, in der Schweiz zu fingieren und lieber nach Württemberg gehen, für Ansprüche fingieren. In der Hoffnung, dass er dann auch die Ansprüche auf das Herzogtum stellt. Und jetzt hoffen wir, dass wir das überleben. Wir haben bisher alles überlebt, was die Krankheit betrifft. Wenn nicht, dann nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt Let's Play Crusader Kings 2. Danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer Egonson.